Markus Röhl. Hallo Sportfreunde, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Karfreitag, also Ostern. Wir drehen heute ein stabiles YouTube-Video und zwar ganz neu in meinem neu zusammengestellten kleinen Bodybuilding-Hardcore-Keller. Ja, zuvor möchte ich euch gerne mal zeigen, was tun der Röhl so frühstücken, weil ich trainiere immer relativ früh am Tag, meistens so zwischen 11 und 12. Ihr kennt ja vielleicht schon unsere Mahlzeit, ist ja relativ neu, ja, bei Röhls Bestes. Und das war so eine Idee von mir, weil ich bin es manchmal leid, mal Haferflocken zusammen zu lernen. Das Eiweiß, dann das, dann das. Ich wollte gern so ein, jetzt nicht unbedingt ein Gainer, sondern ich wollte eigentlich eine Mahlzeit haben, eine fertige Frühstücksmahlzeit, wo ich einfach Löffel rein, Milch rühren, Arsch lecken. Fertig. Hi. Perfekt für den Körper. Geile Kohlenhydrate, stabiles Eiweiß. Also der Vorteil ist wirklich auch für den Verdauungstrakt her. In diesem Sinne. Fertig mit Werbung, jetzt haue ich mir noch, ach doch, eins ist, viele sagen, wann nimmst du dein Vitamin und so weiter. Ich nehme es immer nach dem Frühstück, ohne Scheiß, mein D3, K2 und meine Multivitamin. Omega habe ich schon leer gefressen, muss ich mir erst wieder neue holen im Lager. Die nehme ich dann auch noch dazu, das sind die drei Komponenten. In diesem Sinne, jetzt geht es nochmal aufs Klo und dann geht es ab ins Studio, weil ich habe kein Klo dort und in die Hecke scheißen ist halt immer Kacke. Ne? Wenn dich jemand sieht, kriegst du eine Anzeige. Ne? Also, bis gleich. Jo, tschüss. Zack. Hier ist zu. So, haben wir ins Studio. Keller, mein Studio. So, Sportfreunde, jetzt sind wir im Auto. Ihr kennt ja mittlerweile 80% der Influencer, die oder YouTuber oder wie man die nennen will, die, ich glaube, hier leben im Auto, die drehen ja die Videos immer nur aus dem Auto raus. Ne? Also gucken wir ja auch den einen oder anderen an und die sitzen immer im Auto. Ne? So manchmal glaube ich, entweder die haben kein Zuhause oder die wohnen im Zelt. Aber so, jetzt zeige ich euch mal ein bisschen die Umgebung, wo wir wohnen. Nicht die Adresse, aber wo wir wohnen, so ein bisschen. Wir wohnen relativ ländlich, ne? Also nicht in der Großstadt, sondern in unseren Häuschen steht ein bisschen ländlich. Zum ersten mag ich das, nicht in der Großstadt zu wohnen, sondern ich brauche so ein bisschen Ruhe, ein bisschen Abgeschobenheit oder Abgeschiedenheit. Und vor allem, die Kleine hat halt noch viel Natur. Ne? Da ist ein Bauernhof um die Ecke. Wir müssen ein bisschen fahren für den Einkaufsmarkt, aber das nehme ich gerne in Kauf, damit ich da ein bisschen Natur habe, vor allem, dass ich das Lucy nahebringen kann. Natur finde ich so ganz wichtig für kleine Kinder und nicht nur, dass sie die Großstadt kennen. Ja. Lernen sie später noch früh genug kennen. So, jetzt fahren wir los. So, dahinter war der Bauernhof. Jetzt haben wir hier einen kleinen Tennisplatz und da ist die Hauptzentrale, wenn es wieder offen ist, der kleine Spielplatz. Da bin ich jeden Morgen mit Lucy. Wenn sie nicht im Kindergarten ist, da gehen wir immer eine Stunde auf den Spielplatz, gehen spazieren, machen eine große Runde von den Pferden und gehen dann wieder zurück nach Hause. Das ist immer so das morgendliche Ritual, bevor ich dann zur Arbeit fahre. Das heißt, mein Coachings mache oder dann zu Rühls Bestes ins Lager fahre. Weil letztes Mal einer gefragt hat, was arbeitet Markus Röhl eigentlich? Fand ich ganz lustig, die Frage. Schön wäre es, wenn ich jetzt sagen könnte, nix, ich bin, wie nennt man das, Pensionär, ne? Glaube ich. Ne? Privatier. Privatier, genau. Privatier finde ich geil. So, damit du auf deine Visitenkarte hast, Berufsbezeichnung, Privatier, dann kannst du davon ausgehen, derjenige hat es geschafft. Ne? Der, ja, Leute schreiben es auf die Website. Finde ich sensationell. Privatier hätte ich gern als Berufsbezeichnung. Wenn ich das irgendwann mal hinschreibe, bei mir, dann bist du, jetzt hat er es geschafft. Ne? Aber solange ich noch 6-mal die Woche arbeiten gehe, und das ist wirklich meine Woche, also es gibt einen Tag frei bei mir, das ist jetzt nicht so, weil ich unbedingt den Tag frei brauche. Ich hätte auch da Arbeit, ohne Scheiß, aber das habe ich mir selbst auferlegt, erstmal für mich, weil ich sonst, ja, ich will jetzt nicht vom Burnout reden, aber das ist schon hardcore, wenn du wirklich 6-mal die Woche immer unter Strom stehst, von morgens bis abends. Und ich bin jetzt auch gerade 23 mehr, sondern gehe auf die 50 zu. Und habe das auch letztes Jahr gemerkt, indem ich da so ein bisschen körperlich angeschlagen war, halt auch ein bisschen Psyche. Ne? Und da habe ich gedacht, okay, jetzt musst du wirklich mal die 7-Tage-Woche beiseite legen, sondern musst dir einen Tag frei nehmen, wo ich auch mal so Dinge mache für mich, wo ich vielleicht auch mal 2-3 Stunden Playstation spiele, weil ich einfach Bock drauf habe. Oder fahre auch manchmal
ich bin ein Autofreak, gebe ich ganz ehrlich zu. Fahre mal auf eine Automesse, guckt mal immer irgendwas an, so Tuning-Autos oder Autos gern, die ich mir nicht leisten kann. Ne? Das freut mich immer. Und mache solche Dinge halt oder gucke einfach mal verblödete Filme und mache natürlich viel mit meiner Tochter. Ne? Das ist jetzt die Zeit, das ist jetzt 3,5. Ich glaube, wenn man das verpasst, dann wird es echt schwierig als Vater später. Dann hast du keinen Zugang, weil das schwierige Alter kommt ja noch, wenn sie dann mal im Teenager-Alter ist und dann mit dem ersten Mojo heimkommt, dem ich dann die Fresse einhauen muss, dann brauchst du halt einen Zugang zu deinem Kind und das ist mir ganz wichtig, dass jetzt die Basis da entsteht. Und ja, so sieht meine Woche aus. 5-mal die Woche gehe ich ins Training. Das nicht, weil ich jetzt noch die Eitelkeit habe, super stabil auszusehen, na klar, aber jetzt könnt ihr mir jetzt glauben, ich brauche meinen Sport, ich liebe Sport. Ich habe letztens Matthias Botthoff einen Livestream gemacht. Da habe ich gesagt, ich weiß, seit ich 5 Jahre alt bin, mache ich Sport. Früher Fußball, Eishockey und jetzt mache ich Bodybuilding, seit ich 20 Jahre alt bin. Und wenn ich nicht 5-mal die Woche meinen Körper wirklich auspowern kann, dann fehlt mir irgendwas im Leben. Das hat nichts mit, weil Leute und Bodybuilding immer nur so auf Aussehen reduzieren. Darum geht es doch gar nicht. Ich meine, so ein blöder Radfahrer da, der fährt ja auch nicht, weil er jetzt die tollsten Beine haben will, sondern weil er den Sport geil findet. Und ich finde den Sport Bodybuilding geil. Das Gefühl, den Muskelpump und einfach auch die körperliche Anstrengung, das fehlt mir einfach. Und da ich zu alt und zu fett bin, um joggen zu gehen und ich auch überhaupt keinen Bock auf die Scheiße habe, mache ich halt Bodybuilding, weil es mir einfach das Gewichttraining ist mir unheimlich wichtig, tut mir gut, tut meinem Körper, meine Seele gut, mich da auszupowern und das ist für mich der Sport. Und das ist auch nicht um die Motivation, wo ich jetzt haben muss, um noch den dicksten Arm zu haben. Mein Gott, mein Arm ist jetzt nicht mehr so wie früher. Das wäre auch fatal anzunehmen. Ich könnte mit 48 so aussehen wie mit 30, wo ich voll im Saft gestanden habe. Und mir geht es auch nicht mehr, das könnt ihr mir glauben, nicht mehr um Optik oder um Eitelkeit. Mir geht es nur um den Sport, Körperlichkeit, noch relativ gesund zu bleiben, auch ein bisschen stabil zu sein. Ich finde es immer dramatisch, wenn ich manche 50-Jährige sehe, die kaum noch von der Couch aufstehen können, obwohl mir das nach dem Bein nicht manchmal auch so geht. Aber mir geht es hauptsächlich so um die körperliche Fitness, das finde ich wichtig. Dass du noch, auch wenn du jetzt schon ein bisschen älter bist, immer noch mit einem Qualitätsleben hast. Das heißt, du kannst machen und tun, was du willst. Dinge, die mir Spaß machen. Mir macht es keinen Spaß, joggen zu gehen oder schwimmen zu gehen, da habe ich mal keinen Bock drauf. Ja. Oder keine Ahnung, irgendwelche Sportarten, wo mich null interessieren, Tennis oder so ein Scheiß. Ja. Deswegen ist mir das auch egal, dass ich nicht kann. Das bockt mich ja auch null. Aber es gibt Dinge in meinem Leben, die mache ich gern und die will ich auch noch im hohen Alter machen. Und da gehört der Sport Bodybuilding an allererster Stelle. Ich brauche das einfach, sonst bin ich nicht mehr der gleiche Mensch. Und das ist auch schön, dass ich eine Partnerin habe, die das auch immer akzeptiert und toleriert. Es gab noch nie einen Ton, was, du willst schon wieder trainieren, auch wenn ich manchmal 6-7 Mal die Woche gegangen bin. Und das ist auch so wichtig, das muss der ganze Background muss stimmen. Lucy weiß, wenn Papa die Trainingstasche nimmt, jetzt geht er arbeiten. Sie sagt, Papa, arbeiten, tschüss, bis nachher. Und das sind alles so Dinge, die sind mir ganz wichtig, dass das der Alltag halt funktioniert. Und dann hat man auch Kraft und Power, auch berufsmäßig da sich voll zu integrieren. Und ich meine, ich habe jetzt 2 Firmen mit Rühls Bestes, mit der Rühl 24 und natürlich mein Personal Coaching auch noch. Das ist schon manchmal schwer, das alles zu kombinieren, weil die Firma Rühls Bestes wächst. Toi, 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 Gott sei Dank. Wir sind wirklich super am Start. Seit 1,5 Jahren gibt es die Firma jetzt. Und wir sind, glaube ich, haben uns verfünffacht mittlerweile von den Mitarbeitern etc. Und da sind wir sehr, sehr stolz drauf, ich und mein Partner, was wir da aus dem Kleinen, aus dem Boden gestampft haben. Und da ist aber auch viel Arbeit dahinter. Das sieht zwar immer so leicht aus, aber ich, genau wie mein Partner und mein Partner noch mehr, weil er ist der Brain hinter der ganzen Sache, was PC betrifft und so weiter, der hat auch eine 7-Tage-Woche und wir sitzen auch manchmal zusammen und sind geistig so leer, dass wir manchmal gar nicht wissen, wo uns der Kopf steht. Und das könnt ihr uns glauben, das ist alles harte Arbeit. Hinter jedem Erfolg steckt harte Arbeit, das kriegt keiner geschenkt. Und deswegen verstehe ich auch manchmal den Neidfaktor nicht von Menschen, wenn einer sich das oder das leisten kann. Solange er es nicht geschenkt bekommt, sondern sich alles hart erarbeitet und mit ehrlicher Arbeit, nicht so ein YouTube-Wichser, der ihn dir kaufen will und da nur gequillte Scheiße, den er ist. Wenn es ehrliche Arbeit ist, dann gönne ich jedem seinen Erfolg zu 100%.
Jetzt sind wir da. Viele haben sich ja gefragt, wo ist denn das, wo der Rühl trainiert? Das ist unser zweites Lager. Da haben wir noch ein bisschen Platz gehabt. Das haben wir jetzt räumlich ein bisschen getrennt. Und da habe ich mir hinter das eigentliche Zweitlager von Rühls Bestes haben wir jetzt ein kleines Markus Rühl Studio eingerichtet. Die Frage war damals, wie geht es weiter mit der ganzen Problematik? Ja, wann machen die Studios wieder auf? Und ich hätte natürlich die Möglichkeit gehabt, in dem einen oder anderen Studio zu trainieren, aber ich wollte natürlich auch die Studioleitung oder die Studiobesitzer nicht in Bredouille bringen, dass die Strafe kriege dann vom Ordnungsamt und so weiter. Deswegen habe ich mich entschlossen, dann zu sagen, hier, ich baue mir jetzt mein kleines eigenes Studio auf, wo ich jetzt natürlich in der Zeit trainiere, wo die Gyms zu haben. Soll die Studioproblematik nachlassen, was wir alle bald hoffen, dann gehe ich natürlich ganz normal wieder ins Studio trainieren, weil da habe ich natürlich viel mehr Kapazität. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, so die Atmosphäre gefällt mir eben, ne? So das Alleinsein wieder, das bisschen Hardcore trainieren und auch mal hinrotzen, wenn du Bock hast, nicht immer das Handtuch unterlege und so die Benimmregeln, ja? Aber mal wieder außer Acht lassen. Macht mir schon Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ihr seht schon, das ist unser kleines Lager. Wie gesagt, Lager haben wir gar nicht großes, aber das ist unser Dosenlager. Ihr seht schon, verdusten werde ich hier nicht. Ich habe hier meine ATDs am Start, wo ich dann immer mich bedienen darf davon. Unser Eiweiß und was ihr sonst noch so kauft, wird natürlich frisch produziert. Das heißt, es wird von der Produktion in den Beutel und ab zum Kunden. Da gibt es kein Lager, deswegen haben wir keine großen Lagerkapazitäten nötig, so wie andere Firmen, sondern uns wird alles frisch gemacht. Das Einzige, was wir natürlich nicht frisch machen, wenn wir das jetzt nicht in die Dose abfüllen, sind wirklich die Getränke, unsere EAA, BCA-Getränke. Die lagern hier. Da haben wir einen kleinen Bestand. In unserem Hauptlager steht der große Bestand unserer ganzen Dosen. Aber was da mehr platzmäßig stattfindet, das tun wir dann hier und das immer nach und nach dann, wenn der Kunde bestellt, rüberpacken. Ne? Also, ihr seht schon, alles sauber, alles clean bei uns. Hier wird nichts irgendwie groß eingelagert. Bei Rühls Bestes gibt es kein großes Lager. So. Ab geht's. Das ist jetzt nicht hochmodern oder irgend sowas. Es ist zweckmäßig. Es ist jetzt auch nicht super sauber, weil ich ehrlich gesagt gar keinen Bock habe, hier aufzuräumen. Wie gesagt, das ist eigentlich nur eine Lagerkapazität, die wir jetzt ein bisschen umfunktioniert haben, auch als kleines Gym. Da hinten habe ich so mein Equipment, mein Fahrrad. Da fahre ich dann immer nach dem Training nochmal so 15-20 Minuten Fahrrad fürs Herz hier, damit das auch ein bisschen trainiert wird. Dann habe ich mein Trizeptum. Ganz besonders toll. Und jetzt mache ich auch mal Schleichwerbung für die Firma Maxus, weil von der ist das Gerät. Ist hier meine Multipresse, gleichzeitig ein Seilzug dran. Du kannst Klimmzüge machen, obwohl ich es ja nicht mache. Ich bin nicht so fett dafür. Und du hast eine Ablage für Kreuzheben etc. etc. Also wirklich eine tolle, tolle Maschine, die multifunktionell einsetzbar ist. Das war hier mal die genommen. Ich kenne die Firma Maxus, die ist hier bei uns in Weiterstadt. Ich kriege jetzt keine Werbung dafür, ohne Scheiß, kein Geld dafür. Das mache ich jetzt einfach aus Ding. Man muss auch sagen, wenn was geil ist oder was gut ist. Man kann auch sagen, wenn was scheiße ist. Aber das ist echt eine tolle Maschine. Wer zu Hause trainiert, kann ich es echt nur empfehlen. Schaut es mal vorbei bei Maxus. Dann habe ich meine Rückenmaschine aus meinem alten Studio. Noch eine Low Row, eine Hammer und dahinter meine Bizep, da mein Trizepturm. Ich habe mir das jetzt alles so zusammengestellt. Ich habe jetzt, wie alt bin ich jetzt? 48. Ich habe jetzt 28 Jahre Trainingserfahrung. Mir muss ja mir immer lang sagen, was brauchst du für Geräte, um alles trainieren zu können. Ich kann alles super trainieren, ohne Scheiß. Wir sehen, Arme, Rücken, Schultern, Brust, ich kann alles voll ballern, außer Beine. Muss ich ganz ehrlich zugeben, Beine habe ich noch ein bisschen Mangel. Da muss ich schauen, dass ich mir vielleicht noch das eine andere zulege. Jetzt ist immer die Frage, mache ich das jetzt noch wegen der Zeit? Das ist auch die Frage, wie lange haben die Studios noch zu und etc. etc. Das ist natürlich auch eine Geldfrage. Da bin ich ganz ehrlich, ob ich jetzt nochmal 1.000 Euro in die Hand nehme oder nicht. 1.000 Euro sind 1.000 Euro. Ja, mal schauen. Weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich kann zur Not ein bisschen Kniebeuge machen in der Multipresse, obwohl ich da meine Knieprobleme habe. Deswegen muss ich da auch sehr aufpassen. Und ich kann hier noch, da ist so ein kleiner Beinstrecker, aber so ein bisschen für den Muskeltonus zu erhalten, kann man das da machen. Da habe ich meine Griffe. Sonst ist alles stabil. Gewicht habe ich hier bis, ich glaube, 150, 170 Kilo. Das langt mir, so schwer trainiere ich sowieso nicht mehr. Und für das ist es ausreichend. Gut. Legen wir los, Bizep, Trizep, ein Supersatz, Armtraining. Musik müssen wir jetzt leider auslassen. Ich habe normalerweise, ihr kennt es von meinen Stories, immer hier Metallica oder AC/DC laufen, Hardcore.
mache ich über Bluetooth, mein kleiner Anker-Lautsprecher, haue ich dann hier mal volle Suppe hoch. Das ist richtig geile Beschallung hier drin, der riechst einen Tinnitus. Immer relativ leicht an und wechsel dann immer in den Supersatz rein, Bizep, Trizep, Bizep, Trizep, immer pro Satz oder vielmehr pro Einheit, pum, pum, pum. Wechsel immer 4 bis 5 Sätze pro Übung, 3 Übungen in Summe, also so 15 bis 18 Sätze pro Muskelpartie, mache ich das dann immer so. Ne? Mittlerweile auch nicht mehr so schwer machen. Nicht mehr, weil ich es nicht kann, sondern weil ich einfach nicht mehr will. Wegen Verletzungen, ich versuche halt immer jetzt mehr auf Wiederholungen zu gehen. Immer so im Bereich 8 bis 15. Früher bin ich am Monat auf 3, 4 Wiederholungen. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich echt Schiss habe, dass mir weh tut. Ohne Scheiß. Habe mir jetzt auch wieder kleine Zauber im Bizep geholt, weil ich hier wieder 7 Scheibe drauf hatte. Und meine Schüsse wieder durchdrehen. Das passiert dann, wenn du allein bist, kriegst du wieder voll den Knall. Muss mich da wieder ein bisschen runterreglementieren. Sonst habe ich mir beide Bizeps abgerissen. Deswegen mache ich das jetzt ein bisschen leichter. Ja. Kennt ihr immer das Gefühl, ne? Oder wenn ihr leichter trainiert, dass ihr einen besseren Pump bekommt. Ne? Da streite ich jetzt die Geister, was ist besser für den Muskel. Leichter, Wiederholungen, ein besserer Pump oder schwer. Ich bin immer der Überzeugung, wenn man jung ist, muss man mit Schwergewichten arbeiten, wenn man aufbauen will. Wenn man jetzt ein bisschen älterer Sack ist wie ich, dann ist, glaube ich, es besser, wenn man auf das Kraftausdauerding geht. Weil du bist ja eh nicht mehr so stark. Die Kraft lässt nach, altersbedingt. Das kannst du vergessen. Deswegen ist es fatal, glaube ich, mit aller Gewalt da noch dran festzuhalten, sondern muss versuchen, das zu akzeptieren, dass man vielleicht etwas leichter und Intensität durch Gewichte halt hinkriegt. Ne? Also durch Wiederholungen und so. Ich war ja auch ein bisschen erkältet, also kein Corona, obwohl, man weiß ja nicht, vielleicht hatte ich ihn auch schon.
Ist mir auch scheißegal, was ich hatte. Aber ich kann euch eins sagen, ich habe auch fast 4 Wochen Pause machen müssen. Krankheitsbedingt, Virusgrippe, immer wieder gehustet und wieder mal zwischendrin trainiert, wieder gemerkt, scheiße, jetzt wieder ein Rückschlag, es wird wieder schlechter, deswegen dann auch Pause gemacht, notgedrungen, gesundheitstechnisch. Aber jetzt ist ja die Corona-Problematik und ich habe ja auch propagiert, hört auf, nicht zu trainieren, sondern macht, egal mit was er macht, mit Wasserkästen, mit Baumstämme, mit den Kindern, mit der Hausfrau, trainiert, macht Liegestütz, macht Klimmzüge, macht mit Gummibändern, macht, dass der Tonus erhalten bleibt, dass ihr die Muskulatur weiterhin bearbeitet. Und die ganzen kleinen Schuli-Arschficker, die dann so propagiert haben, scheiße, chillt euer Leben, braucht nicht trainieren, bringt eh nichts. Die kleinen Arschficker, die werden sich umgucken, wenn sie wieder mal ins Studio gehen, da fangen sie wieder bei Null an, die kleinen Pissköpfe. Trainiert, egal was ihr macht, es ist alles besser wie nix. Ich soll nicht so eine Scheiße erzählen. Ich würde auch nicht trainieren im Moment. Ich würde auch chillen und ich würde es nur propagieren, damit ich weiter mit Eiweiß verkaufen kann. Also das ist unmöglich. Das sind keine Bodybuilder. Ein Bodybuilder trainiert immer, weil er den Sport liebt, weil er den Sport braucht. Und das sind so kleine Disco-Schwulis, die nur trainieren, damit sie eine Ader auf dem Arm haben. Weil ich sonst keinen ins Bett kriege. Da kriege ich echt Zander sowas, ohne Scheiß. Geil ist, wenn du mehr saufen kannst beim Training. Das ist geil. So, auf geht's. Die Rotze bleibt so, ne? Das ist wichtig. Das ist geil. Fein. Freue ich mich über so Sachen. Sauber, ne? Das war nicht dreckig. Normal lege ich das Handtuch drunter, ne? Achtung, ich habe auch ein Handtuch hier. So. So. Vorbildlich.
Das Schöne ist, dass ich hier wirklich allein bin, ja. Außer mein Geschäftspartner darf natürlich hier rein. Können wir uns gegenseitig durch Schweiß übergeben. Ne? Das ist geil. Stehe ich drauf. Ja, es ist hier oft diskutiert worden, was hat diese Corona-Problematik für Vorteile oder was man Gutes bei rausziehen kann. Puh. Wenn ich ganz ehrlich bin, mein Leben hat sich null geändert. Ohne Scheiß. Wir sind am Arbeiten. Ich bin abends sowieso meist daheim. Ich gehe mit der Kleinen spazieren. Ich gehe trainieren. Gut, jetzt nicht im Studio, sondern hier. Das Einzige, was ich habe, sind natürlich auch wirtschaftlichen Einbußen durch die fehlenden Coachings. Das gebe ich zu. Das habe ich auch. Aber ansonsten, mein normaler Tagesablauf oder mein Lebensablauf hat sich null verändert. Wir haben jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zeit für die Familie, aber das kann man sich auch so nehmen. Ich glaube, da ist immer dieser Vorwand Corona immer so ein vorgehaltener Scheiß. Ich glaube, man könnte auch im Alltag oder im normalen, stressigen Leben mehr Zeit für die Familie aufbringen. Es ist aber nur, eben propagiert es so jeder, ja, und das ist so politisch korrekt. Ach, ich verbringe jetzt Zeit mit der Familie mehr. Ach, ist doch alles Bullshit. Ja. Man kann das ganze Leben mit der Familie verbringen, wenn man sich aber auch die Zeit und die Lust dazu nimmt. Ich glaube, die Leute haben aber keinen Bock. Und das ist immer so eine Zeit jetzt, wo, ach ja, ich könnte ja mal wieder da hinfahren. Ach so, schaff's ja nicht. Ach, ich skype jetzt mal mit dem. Das ist ja einfacher wie hinfahren. Das ist alles so politische Scheiße, wo ich nicht mit klarkomme eben. Es wird so viel Stimmungsgemacht eben durch die Medien. Ich will die Problematik gar nicht kleinreden. Die ist da, um Gottes Willen. Aber mir geht es eher so um das Drumherum, was da so propagiert wird. Damit tue ich mir halt schwer. Ja. Also ich finde so Dinge wie Privatleben kann man alles machen, so wie mit oder ohne Corona. Es ist nur die Frage, was will man dafür investieren? An Zeit, an privater Zeit. Deswegen, ich habe mein Leben 0,0 verändert durch Corona, ist mir scheißegal. Stopp! Man muss nicht rumschreien, aber es ist geil. Es bringt immer mal eine Wiederholung mehr, das ist einfach. Der Veganer neben euch aus der Pantoffel raus, aus der Kork-Pantoffel. Ich müsste noch rohes Fleisch fressen beim Training, weißt du? Oder ein Liter Blut. Jetzt habe ich mal ein paar BCA gekoppt. Jetzt habe ich, glaube ich, schon 12 Gramm ERA reingeballert. Noch ein paar BCA. Und vielen Dank noch an die Firma Maxus. Für den hervorragenden Getränkehalter. Guck mal, ich drehe es jetzt so rum, damit man das sieht. Guck mal da, wie geil. Ich glaube, das haben die gar nicht gewusst, wie perfekt diese Ablage für BCA-Dosen sind. Sensation. Kannst du da noch festschrauben. Ne? Zack. Bumm, steck die. Super. Innovation ist alles. Haben sie gut gemacht, die Jungs.
Jetzt vorhin Haferflocke gefressen, anstatt unserem leckeren Mahlzeit-Haferbrei. Die hätte ich mir jetzt schon wieder dreimal das T-Shirt übergeben, ohne Scheiße. Ich hatte immer ein Problem mit Haferflocke kurz vorm Training und ihr habt jetzt gesehen, das ist maximal eine halbe Stunde vorher gewesen. Gar nichts, kein Problem, kommt nicht hoch, nichts, kein Magenschmerzen, alles gut. Das ist natürlich auch glutenfrei geschuldet und vor allem, weil es halt ein sehr, sehr gutes Hafermehl ist. Ja. Also da haben wir echt keinen Schrott reingebaut. Könnt ihr probieren. Das könnt ihr dann auch wirklich unmittelbar vor dem Training reinfressen. Das ist kein Problem. Macht ja nichts. Oder trinke halt dann. Ne. Achso. Also wer das Gefühl nicht liebt, das verstehe ich nicht. Da spürt man doch, dass man lebt. Ne? Weißt du, wenn so das Herz dir da oben steht und es pulsiert so. Das ist geil. Das ist geil. So, das ist jetzt so eine Stange, die ist dabei als Equipment. Ne? Die kannst du auch multiple einsetzbar. Ich habe auch mal gedacht, für was nimmst du denn Scheiß? Aber du kannst jetzt schön Bizep machen, du kannst Trizep ziehen, du kannst eine Reverse-Ruderübung machen, du kannst so rudern, du kannst Kreuzheben mitmachen und du kannst natürlich auch ganz normale Nackenzug mitmachen. Also die ist wirklich multiple einsetzbar und ich betone es jetzt nochmal, ich kriege keinen Cent dafür. Ich will einfach nur sagen, ich bin ein Mensch, wenn einer was Gutes baut, bin ich echt dafür, dass man es halt auch ein bisschen bewirbt oder propagiert. Und ich darf auch genauso sagen, wenn das scheiße ist. Ja, kennt mich. Ich habe da ein offenes Ohr dafür. Aber ich bin da echt überzeugt davon. Das ist eine hochprofessionelle Maschine, ohne Mist. So, jetzt machen wir da mal Gewicht drauf. Wenn du da 2,10er drauf baust, das ist schon gar nicht leicht. Da habe ich mich letztens auch fast auf den Arsch geleckt, wo ich gezogen habe. Ich denke, scheiße, das ist echt schwer. Nicht zu vergleichen mit freiem Gewicht, weil du hast hier durch die Übersetzung halt eine permanente Belastung auf dem Bizep. Ja? Wobei, wenn du frei machst, dann hast du hier schwer und oben ist ja nichts mehr. Das heißt, du hast eigentlich 2/3 des Weges nur Belastung. Im oberen Drittel hast du nichts mehr auf dem Bizep. Das wäre für viele, denen so der Peak fehlt, ne? So die Höhe. Trainiert mehr am Seil. Lasst mal die freien Gewichte weg, weil dir fehlt genau da, wo der Peak ist, fehlt die Belastung, weil wenn du frei machst, hier ist ja nichts. Ja? Da ist ja nichts mehr. Und das ist genau die Höhe. Also wenn ihr einen hohen Bizep haben wollt, trainiert am Kabel oder an der Maschine, dann kriegt ihr die Höhe. Ja? Oh, mein Gott, das ist so schwer. Oh, Scheiße. Oh!
Wenn du dann Lust hast, kannst du dich an der Maschine halt auch einfach erwürgen, ne? Kannst dich aufhängen. Wenn du wieder ein YouTube-Video gesehen hast, schon jetzt keine Namen von dem einen oder anderen, kennt ihr die ganze Bandite, dann kannst du dich da dran erhängen, weil du so Kopf nicht aushältst. Das ganze Lügengebilde. Ich weiß, viele mögen mich nicht, ne? Viele lieben mich, viele mögen mich nicht. Aber warum mögen mich Leute nicht? Ist nicht gewollt, über vieles die Wahrheit zu sagen, weil man da natürlich viele Traumgebilde einstürzt. Ja? Viele leben gerne in ihrer Matrix weiter. Ich sage halt aber die Wahrheit. Das kann man jetzt lieben oder hassen, das ist wie eine Politik. Oftmals sind die Politiker, die die Wahrheit sagen, nicht gewollt. Das ist im Sport auch so. Aber ich finde, das sind die Charaktere, die der Sport ausmacht. Und ich finde, wenn in unserer Gesellschaft, wie im Sport, die Charaktere ausgehen, dann haben wir nur noch so weichgespülte Arschlöcher. Das brauchen wir nicht. Es muss halt immer einer, ja, ob ich das bin oder viele andere gute Jungs, um Gottes Willen, es gibt ganz viele Top-Jungs und auch viele Top-Politiker und auch viele Top-YouTuber, die sagen auch die Wahrheit. Aber die schwimmen natürlich oft gegen Strom. So, nur mal zu dem Thema Wahrheit, ne? Weil ich habe ja vor, ich glaube, 3-4 Jahren mein erstes Statement dazu gegeben. Da bin ich ja voll gehatet worden. Gegen den einen oder anderen, will keine Namen nennen. Aber wo sind sie jetzt heute? Ne? Der eine macht jetzt Business Coaching und der andere ist Mental Coach. Die Fitness-Gurus von damals trainieren heute keine Sekunde mehr. Ja, auf die habt ihr gehört. Ne? Nur die toten Fische schwimmen mit dem Strom. Nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt an die Quelle. Nicht immer Mainstream, sondern auch mal drüber nachdenken über vieles und sich wirklich die eigene Meinung bilden und nicht immer alles so für bare Bünse nehmen. Ja, das gilt in alle Schichten, ob es im Sport ist, ob es im Arbeitsleben, in der Liebe ist, in der Partnerschaft etc. Um Gottes Willen, ich bin kein Weisheitsguru und ich mache auch viel Scheiße und viel falsch gemacht im Leben, aber nur so lernt man draus. Aber ich habe eins gelernt, niemals immer mit dem Strom schwimmen. Das machen die meisten, das ist leicht. So, noch einer. Fertig. Ein Satz. Dann mache ich noch ein bisschen Trapez. Trizeps mache ich auch nicht mehr, weil ich bin im Arsch. Ganz ehrlich sagen. Hab vor 2 Tagen fast eine ganze Nacht durchgemacht. Aus privaten Gründen will ich jetzt nicht hier äußern. Aber da denkt man noch ein bisschen nach. Schlaf ist schon wichtig. Also, ich muss jetzt keine 8 Stunden, 9 Stunden schlafen, aber so 6, 7 Stunden wäre schon gut. Und mir ist jetzt fast eine Nacht flöte gegangen. Ich mach das immer so, gestern ging es noch, heute holt es mich so ein bisschen ein. Aber das Training sehen wir jetzt noch durch. Machen noch Trapez. Früher hätte ich gesagt, gibt's nicht, do your work. Aber das jetzt nicht mehr meine Hauptarbeit ist. Da habe ich mal Trizeps schwänze, das ist eh scheiße. Den mache ich dann mal hier. Aber Bizeps und Trapez machen wir noch. Eigentlich trainiere ich öfters wie 5-mal die Woche. Da wir gerade bei Wahrheit sind, ohne Scheiß, ich trainiere manchmal jeden Tag. Ich mache auch manchmal 2 Wochen Training durch, ohne Pause.
Nicht, weil ich jetzt, wie gesagt, es geht nicht um Muskeln, sondern einfach, mir macht das Spaß. Ohne Scheiß, mir macht das Spaß. Und ich glaube, wenn einem was Spaß macht, dann macht man das auch mit Leidenschaft und mit voller Inbrunst. Und das ist so das, was mir heute oftmals so fehlt. Und haben die Leute überhaupt Spaß an dem, was sie machen? Ne? Wenn ich keine Lust habe auf, keine Ahnung, auf Schwimmen gehen, dann gehe ich nicht ins Schwimmbad. Ja? Oder wisst ihr, was ich meine? Und heute wird jeder so gezwungen, glaube ich, Gewichte zu stemmen, obwohl er irgendwie gar keine Lust hat. Und macht doch mal den Spaß, wenn ihr wieder die Fitnessstudios offen habt. Und schaut euch mal so um, wer da wirklich Lust hat zum Trainieren. Das erkennst du ja auf den ersten Blick. Wenn einer so mehr so ins Handy guckt und nicht immer die eine Wiederholung noch macht, dann macht das dem ja gar keine Freude. Also wird er auch keine Resultate haben an dem, was er da macht. Also habt Spaß am Training. Und wenn ihr Spaß habt, dann macht es auch gerne und dann macht es auch öfters. Und dann kommen auch die Resultate, weil da ist der ganze Körper dahinter. Und das verfolgt mich jetzt seit 25, 28 Jahren, dass mir der Sport einfach Freude macht. Mir macht das echt Freude. Und dann scheiße ich auch auf Vernunft und sage, heute brauchst du mal eine Pause. Das habe ich früher schon so nicht gemacht. Das mache ich jetzt im Alter auch nicht. Aber ich bin auch keiner, der jetzt mal 3 Tage nicht trainiert und sagt, oh, jetzt fliegen mir gleich die Muskeln weg. Also da bin ich auch frei davon. Alles zu seiner Zeit. Ja? Ich glaube, der Körper gibt euch Signale, so wie bei mir jetzt. Ne? Ich habe jetzt so das Gefühl, wenn so erschöpft, dann muss man da mal gut sein lassen. Aber warum soll ich mal hier nicht trainieren, wenn es mir gut geht? Ja? Also wenn ich mich fit fühle, wenn ich körperlich stark bin und so, ja klar gehe ich trainieren. Warum soll ich da Pause machen, weil es auf dem scheiß Plan steht oder was? Woher weiß denn der Körper, dass heute Pause ist? Das weiß er doch gar nicht. Die mentale Stärke muss da sein und die mentale Stärke gibt euch vor, wenn Pause ist und wenn Training ist. Und wenn ihr doch voll dabei seid, dann trainiert doch. Mein Gott, dann trainier halt eine Woche durch oder 2 Wochen, scheiß der Hund drauf. Und dann machst du halt mal wieder 2 Tage Pause, wenn du es brauchst. Ja? Der Körper hat auch keinen Plan in seinem Arsch drin, wo er sagt, heute ist Deload. Wenn ich so eine Scheiße immer höre. Trainiert, wenn ihr Bock habt. Und wenn er fühlt, er braucht eine Pause, dann macht er Pause. Und nicht, weil es auf einem scheiß Plan steht. Kein guter Bodybuilder hat einen Plan. Die trainieren alle hier. Oder habt ihr schon mal gesehen, dass der Ronnie Coleman liest, was er als nächstes für eine Übung macht? Viele Möglichkeiten. Wichtig ist nur, und schaut mal jetzt, also ich mache es jetzt erstmal falsch. Ne? Falsch wäre das hier. Ihr seht schon, du ziehst praktisch nur mit den Armen hoch. Ne? So, falsch wäre das hier. Da machst du natürlich nichts mit dem Nacken. Viele machen den Nacken viel zu schwer. Der Trapez ist nicht so stark und dann ziehe sie nur so ein bisschen so hoch. Ne? Dann macht der Trapez natürlich nichts, das macht die Schulter, die zieht sich hoch. Ich sage immer so, Kopf aufs Brustbein und dann, ihr müsst natürlich auch Platz haben. Wenn der Kopf hin ist, kann der Nacken nicht hoch, geht auch vor. Und jetzt kannst du schön hochziehen, okay? Wie wenn du sagst, nein, weiß ich nicht. Nacken hochziehen, Schwachs, der muss da voll in die Kontraktion rein. Also macht es halt nicht so schwer. Aber macht es einigermaßen so, dass der Nacken halt auf Arbeit geht hoch. Zack, Kopf vor. Bam. Bam. Bam.
halt auch ein bisschen. Halt aber so 1-2 Sekunden nur. Volle Kontraktion halten. Da merkst du schon, wie du nach leichten Wiederholungen schon bläht sich der Nacken auf, da riechst du gleich so Kartoffel dahin. Wenn du nach Schulter machst, dann tut dir nämlich nichts für den Trapez. Ja? Es gibt nichts Schlimmeres wie ein Kraftsportler ohne Trapez. Dann siehst du aus wie so ein Geschälde. Ne? Weil dann ist ja da nichts. Das fehlt ja, ja. Das ist ja eine Lücke. Die musst du ja ausfüllen im Nacken. Ja? Das gibt so den, ja, ich meine gesagt, es gibt so den Bodybuilder-Look, ja? Wenn du so einen Nacken hast. Müsst ihr mal schauen, wenn Menschen keinen Trapez haben und haben so ein bisschen Schulterbreite, die sehen immer aus, wie gesagt, als ob da so was weggeschält wäre. Ja? Nacken ist wichtig. Einmal die Woche, zweimal die Woche ist schon okay. Ich habe es früher zweimal die Woche gemacht, jetzt mache ich es einmal die Woche. Da habt ihr auch einen stabile Muskel oben rum, da passiert nichts. Da könnt ihr auch mal schwer Nacken ziehen oder Rücken machen, ohne dass euch gleich der Hals verrenkt. Na, das ist genau diese Sache. Also Trapez ist schon wichtig zu trainieren, aber macht es sauber. Macht es halt vielleicht nicht so schwer zu Beginn. Achtet darauf, dass er sauber hochzieht. Und ohne Scheiß, ihr müsstet nach dem zweiten Satz schon Pump im Nacken haben. Dann macht es richtig, ja. Ich mache es jetzt mit Absicht nicht so schwer, normal mache ich schwerer. Aber ich will es jetzt wirklich 100% sauber machen. Ich kann auch mit schwerem Gewicht ein bisschen abfällig, kann trotzdem die Ansteuerung hinkriegen. Aber für diejenigen, die jetzt da vielleicht noch nicht so firm drin sind, und das ist immer so das Ding, ein Kraftsportler mit 25 Jahren Erfahrung hat natürlich ganz andere Ansteuerungsmöglichkeiten wie einer, der vielleicht 2 Jahre trainiert. Ja. Deswegen versuche ich es jetzt mal korrekt zu machen. Das ist wirklich auch nackt. Ja. So, du kannst jetzt auch verschiedene Griffvariationen nehmen. Wenn das jetzt so eng nicht hinbekommt, weil er dann einfach, keine Ahnung, die Ansteuerung nicht hinbekommt, probier es doch mal breit. Also wirklich mal breit zu greifen. Und jetzt musst du automatisch die Schultern hochziehen, sonst geht's nicht. Die Schulter kann jetzt nicht. Hochziehen. Bam. Und der Arm kann jetzt nicht so viel mithelfen. Bam. Und halt, 2 Sekunden. Und immer in die Pressatmung. Wenn ihr Gewicht heben wollt, müsst ihr pressen. Pressatmung, wie wenn eine schwangere Frau das Baby rausdrückt. Ja? Muss ja auch drücken. Wenn man drückt und presst, entwickelt man Kraft. Und wenn ich so eine Scheiße höre, drück ich den blauen Kopf. Ah ja, na klar, ich muss da in die Pressatmung, das kann ich das Gewicht nicht heben. Und wenn ich dann sage, bei der Belastung ausatmen. Wie will ich denn da Druck aufbauen? Wenn ich jetzt hochziehe. Weg. Geht nicht. Wie soll das funktionieren? Ja? Schwachsinn. Das kann Ihnen so ein Trainer B-Lizenz-Heini machen, der mit 2 Salamischeiben da hochzieht. Aber wenn ihr Gewicht nehmt, müsst ihr in die Pressatmung. Merkt euch das. Man atmet in der Pause. Jetzt Pause. Okay, schaut euch einen Gewichtheber an. Wenn der Gewicht hochschiebt, drückt, atmet der da dabei. Habt ihr das schon mal gesehen? Macht der so. Nee, der macht. Bis er umfällt. Ja? Deswegen fallen die Eierköpfe immer um am Satz, weil es schwindlig wird. Das ist ja ganz normal. Wir haben ja nicht so lange Gewicht. Modifikation, dass wir so lange pressen müssen. Wir pressen 1 Sekunde. 2, atmen. Bumm, ja? Lasst euch Zeit bei der Wiederholung. Und nicht hier wie so ein Hasengeficke. So. Ne? Das ist ja Quatsch. Also. Ugh!
geschwillt. Also, ich muss ja langsam die Behinderung antrainieren. Ne? So, jetzt machen wir noch ein bisschen Gewicht. Dann war's das. Markus Röhl.